Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und jetzt erfährst du den Grund, warum ich so lange abgetaucht bin. Also seid mal gespannt. Ich habe in diesem Jahr ein kleines Projekt gestartet. Es fing alles damit an, dass ich mich zurückgezogen habe, habe das angekündigt auf Instagram und mir ging es Anfang des Jahres nicht so gut gesundheitlich. Ich habe sehr viel in mich hineingehorcht und bin in mich gegangen und habe die Ruhe gesucht und auch gefunden natürlich. Und ja, jetzt ist Zeit einfach Dinge zurückzugeben. Ich bin ganz stolz drauf und freue mich, euch mein kleines Kinderbuch einmal vorzustellen. Und das ist das hier, seid mal gespannt. Und genau das hinter mir ist der Grund, warum ich mich zurückgezogen habe. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen, trotz meiner Ringleuchte. Ich habe ein Kindle E-Book geschrieben und zwar ist es ein Kinderbuch, mein erstes Buch. Und es geht um Noah, wie er in die Kita geht und sich dort eingewöhnt. Das Buch aber dient einem höheren Zweck. Nämlich, ich möchte gerne das Buch als ja, Mittel zum Zweck nutzen und der Deutschen Kinderkrebsstiftung.de etwas zugutekommen lassen, nämlich insbesondere den Geschwisterkindern. Das Buch kostet 2,99 Euro. 1 Euro pro verkauftem Buch sollen dieser Kinderkrebsstiftung.de zugutekommen. Und ja, und ihr könnt mich halt dabei unterstützen. Und ich würde mich total darüber freuen, wenn ihr dieses Buch runterladen würdet. Und ja, und 1 Euro pro verkauftem Buch lasse ich dort hingehen. Bis zum 31.12. gehen wirklich alle gesammelten Euros dorthin und möchte euch auch komplett und transparent an der ganzen Sache teilhaben lassen. Ich werde euch immer wieder auch Einblicke verschaffen in meine Amazon-Verkäufe und das Ganze mit der Kamera auch festhalten und das Ganze transparent halten. Auf Instagram werde ich euch auch immer wieder darüber informieren, wie gerade der aktuelle Stand der Dinge ist. Und ja, ich würde mich mega darüber freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt. Das Geld soll natürlich den Geschwistern zugutekommen, für Betreuungsangebote, für Kreativangebote, während die Eltern sich mental mit voller Kraft sich auf das kranke Kind konzentrieren müssen in den Krankenhäusern, gibt es aber insbesondere für Geschwisterkinder ganz tolle Betreuungsangebote, Reiten, Bauernhof und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, wo man halt diesen Familien helfen kann. Und ich wollte jetzt nicht einfach nur für Spenden aufrufen, das sieht man ja immer wieder mal, gerade so zur Weihnachtszeit, das ist unabhängig von irgendwelchen Feiertagen oder irgendwelchen Zwecken oder sonst irgendwas. Für alle, die kein Kindle E-Book-Reader haben, ihr könnt euch diese App kostenlos auf euer Handy laden, ob es Android ist oder Apple ist egal. Und ja, und dann könnt ihr auch dieses Buch kaufen. Das ist mein allererstes Buch, ich habe es selbst illustriert. Ja, ich habe gedacht, das ist eine schöne Idee und ich habe diese Spendenorganisation schon sehr, sehr lange im Auge, habe die beobachtet und sie ist sehr transparent und genauso transparent lasse ich euch auch in meine Amazon-Verkäufe reinschauen. Und ja, gemeinsam können wir was Tolles erreichen, gemeinsam sind wir groß und ja, ich finde, das ist eine ganz tolle Geschichte, da gerade solchen Familien etwas zugutekommen zu lassen, gerade so Geschwisterkindern, ne? Weil sie müssen halt oft zurückstecken und auch immer stark sein. Ja, deswegen. Ich würde mich einfach mega freuen, wenn ihr mit dabei seid und der Link ist natürlich wie immer unten in der Infobox. Ich bin mal gespannt und ich möchte auch gar nicht so viel darüber sprechen. Das Thema bewegt mich halt sehr und berührt mich auch sehr und ich würde mich einfach mega, mega freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt und ihr Teil dieser Geschichte werdet und ja, und das Ganze natürlich auch verfolgt. Ich nehme euch mit und ich sage, wo immer ihr auch gerade seid, passt immer schön auf euch auf. Bis dahin, tschüss.